Hallo, Leute. Ja. Ich wurde gerade angegriffen. Hier ist gerade voll die volle Action. Super, super Action. Genau. Ich bin gerade dabei, immer noch das Meteoritteil abzubauen. Und ich vergesse es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Immer wieder drehen wir uns im Kreis herum, im Kreis herum, im Kreis herum. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Heil dem Trank. Heil Trank. Und ich habe einen Stern gehört. Sterne sind wichtiger als dieses bisschen Meteorit dort. Wer braucht schon Meteorit? Also, nein, wir gehen bei Meteoriten. Alter, hört auf, mich von allen Seiten durchzunehmen. Wie sehe ich denn bitte schön aus? Wie ein Creeper oder was? Dass ihr mich alle so sehr hasst. Ich sehe doch nicht aus wie ein Creeper, also bitte. Und hier oben kommen die zum Glück nicht hin. Nein, nein. Ja. Ihr niederen Dreckswesen. Seid unfähig, hier hochzukommen. Ja. Genau. Meteorit, Meteorit, Meteorit. Noch mehr Meteorit. Noch mehr Meteorit. Ich will mehr. Mehr. Komm schon. Du Scheißteil, du. Du Superteil, du. Super Ding. Heißes Teilchen. Ich sollte mir diese Geräusche abgewöhnen. Am Ende werden meine. Das Auge grün? Ja, das Auge ist grün. Hat wohl Eiter oder sowas. Nee, Eiter wäre gelb. Ist das gelb? Keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Ich bin eh nicht sonderlich gut in Farben sehen und so. Ja. Meteorit, Meteorit. Heil dem Trank. Mit B konnte man alles nehmen. Ja, genau. Und jetzt haben wir auch unseren Pie gegessen. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der zu unfähig ist, einen Meteoriten abzubauen. Aber das macht man ja auch täglich. Zumindest in Terraria. Ach, ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten, wo der Entwickler noch regelmäßig Updates gebracht hat. Und wo man in Terraria noch den Meteorit geliebt hat, geschätzt hat, für ihn schreiend durch die ganze Welt gerannt ist. Und ich erlöse euch mal kurz. So, erlöst. Bin ich nicht nett? Ich bin nett. Ja. Stirb. Machst du mir Schaden? Nein. Trotzdem stirbst du. Und man kann richtig schnell rennen. Das gefällt mir. I like it. I really like it. Ach, egal. Heil dem Trank. Auch wenn es eine totale Verschwendung ist. Na, später hat man eh so viele Tränke. Das ist schon nicht mehr normal. So, Meteoritenbahn. Und schnell stapeln. Nehmen. So. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Guide. Guide, 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 Guide. Was ist mit mir los? herstellen. Meteorit. So. Also, ich kann mir die Raumgun. Da brauche ich 2 Sterne für. Ich habe aber nur einen. Der macht 24 magischen Schaden. Etwas weniger. Ist dafür aber sehr schnell und extrem schwacher Rückstoß. Mittlerer Rückstoß. Dann hätte ich... Die wusste auch nicht. Vielleicht sollte ich mir beide machen. Darauf verzichte ich. Weil. Ich benutze es eh selten. Ich könnte auch mir ein neueres Nahkampfteil machen. Aus den Teilen. So ein Laserschwert, das wäre schon nice. Sehr schwacher Rückstoß. Also das hat sehr schnell, mittlerer Rückstoß und 14.
Aber wir wollen ja mehr auf Fernkampf gehen. Fernkampf. Wir bleiben bei Fernkampf. Und machen uns erstmal. Nee, warte, warum gehen wir zu dem hier hin? Egal, der muss ja was im Geschäft auch haben. Seht ihr, hier können wir Heiltränke kaufen, dann ist es auch egal, wenn wir es verschwenden. Du hattest Geschäft. Mini-Hai für 35 Gold. Steinschlosspistole, whatever. Halb Hai, halb Pistole, einfach toll. Ich brauche 35 Gold, fuck. Oh, hier steht der Verkaufswert. Nein, der Verkaufswert steht natürlich nicht dabei. Ich habe noch lange nicht genug an Geld. Aber ich könnte Tin verkaufen, brauche ich eh nicht mehr. Genauso wie Tungsten, genauso wie Eisen. Krimtein brauche ich noch, aber Gold kann ich auch verkaufen. Brauche ich noch Gold? Ja, ich habe noch die alten Sachen. Ich könnte mir Goldsachen machen, aber. Nee, brauche ich nicht. Da verkaufe ich es lieber genauso wie das, genauso wie das, genauso wie das. Das verkaufen wir genauso. Die genauso. Und das ist halt eh wertlos. Wir brauchen keine Edelsteine, weil wir eh nichts machen. Ich schau gleich nochmal, was man genau aus Edelstein machen kann. Das kommt auch mit uns, es wird auch verkauft. Dämonit behalten wir, weil wir haben anscheinend nichts Dämonitiges bei uns. Und jetzt gehen wir mal hoch und ich habe komplett die Zeit vergessen. Egal, 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 egal. Egal. Heute bin ich mal ein bisschen entspannter, liebe Leute. Ey, du Motherfucker, geh endlich mal da hoch! Genau, entspannter. 4 Gold, 42, 92, 7. Kein Wert, kein. Oh, wie schade. Ich verkauf's. Scheiß drauf. Braucht eh niemand. Braucht eh niemand. Braucht eh niemand. Braucht auch niemand. Genauso wenig wie das. Wenn wir den Mini-Hai haben. Das Teil brauchen wir eigentlich auch sowas von gar nicht. Genauso wenig wie das. Genauso wenig wie das. Komm, alles verkaufen, alles verkaufen. Den einen Meteoriten. Das hier kann weg. Die können hier weg. Und die können weg. Muah, sonst noch irgendwas? 65 Kupfer. Das kann weg. So, Eisenhelm. Und so ein Mist. Gibt es noch irgendwas, was ich verkaufen könnte? Komm, den einen Meteoriten da. Und das verkaufe ich einfach so, weil. Ja, wer braucht das schon? Ja, das ist gut so. Und wir haben immer noch nicht genug Geld. Für ein Mini-Hai zusammenzusparen wird so lange dauern. Ich sehe es schon. Schnell stapeln. Und wir haben hier kein Geld. Nein. Das Teil könnten wir auch noch verkaufen. Die können wir mal platzieren. Webslinger brauchen wir eigentlich nicht. Ach, ach, Heiltrank, Heiltranki, Heiltranki. Heil dem Tranki, wie immer. Die platzieren wir einfach mal. Vor allem die Goblin-Statue. Dann kommt, glaube ich, die Goblin-Armee irgendwann mal oder so war da was. Da war, glaube ich, irgendwas mit Goblin-Armee. Und ich kann die Tür jetzt nicht mehr nach innen öffnen. Ach, scheiß auf. Na, obwohl, vielleicht wird das Stern beim Einziehen. Ihr merkt, heute wird der Part ein bisschen ruhiger. Ich richte hier einfach nur so ein paar Sachen ein. Du bekommst die Frau für bessere Fruchtbarkeit. Du bekommst einen Baum für bessere, was auch immer brauchst. Du bekommst eine Spitzhacke, passend zum Bergarbeiter. Ich sagte Spitzhacke. Spitzhacke. So. Wir haben noch einen Platz, also das heißt, bei uns kann noch einer einziehen. Die Behausung ist geeignet. So.
Okay, was wollen wir jetzt machen? Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Was können wir jetzt machen? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollten. Was sollten wir jetzt machen? So, was könnten wir machen? Sag mal, was könnten wir machen? Was könnten wir denn machen? Sag's mal, was könnten wir denn machen? Ich würde sagen, erstmal legen wir hier die Sachen wieder richtig hin. Und dann machen wir uns mal ein paar Meteoritenkugeln und gehen auf die Suche nach Inseln. Inseln sind sehr wichtig. Wollte, also für mich. Wollte, nee, du warst der Händler. Du hattest Geschäft. Die brauche ich für Meteoritenkugeln, oder? Guide. Guide. Guide, Guide. Meteorit. Für 70? Ja, ich brauche Musketenkugeln dafür. Aber ich habe doch Musketenkugeln. Ah, dann brauche ich sie auch nicht mehr kaufen. Weil mit etwas Glück finden wir das Item, womit wir fliegen können. Und das ist recht, also so hochfliegen. Flatter, flatter, flatter. Das ist recht nützlich. So 210 sollten erstmal reichen. Meteorschuss. Das kommt weg. Und die kommen auch weg, damit wir nur den. Oder er verbraucht, glaube ich, immer das, was weiter höher liegt. Kann ich ja mal kurz nachprüfen. Ja. Nämlich der Vorteil jetzt ist, aber den Trick sollten sehr viele von euch kennen, dass man einfach so hochschießen kann und wenn die Kugel zurückkommt, weiß man, dass dort eine Insel ist. So, und jetzt auf der Suche nach Inseln. Ich gehe erstmal nach rechts. Und zwar ganz langsam und sachte. So. Wird ein bisschen öde, aber was will man machen? Ich sag euch, was will man machen in der heutigen Jugendzeit? In der heutigen Zeit. Eine leichte Verschwendung, aber hey. Dafür gibt's nichts Leichteres. So, jetzt wird dieses Loch auf ewig offen bleiben und uns stören beim Laufen. Ist da gerade was zurückgekommen? Nee, kam mir nur so vor. Wir könnten natürlich auch auf den Baum hier klettern. Nee. 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 Nee, nee. Oh. Hast du denn gegen den Baum geschossen? Ich hoffe, ich übersehe auch nicht, wenn es zurückkommt. So. Ich bin etwas leiser, weil ich habe ja jetzt wenig dazu zu sagen. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine Insel. 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 Eine schöne Insel. Und da gehe ich jetzt mal hin. Und da gehe ich jetzt mal hin. Und da gehe ich jetzt mal hin. Und warum singe ich so ein Scheiß? Und ich. Joa, die ist recht nah sogar. Wenn ihr mal auf der Map schaut. Ja, okay. Ist halt eine kleine Welt. Und keine mittlere, keine große, keine gigantische, keine fette, keine dicke, keine dünne, keine rothaarige, keine gelbhaarige, keine gelbsüchtige und whatever. Ich habe irgendein Knurren gehört. Ich hoffe, es gibt keine neuen Gegner aus. Ja, ich hoffe, es gibt keine neuen Gegner hier auf der Insel. Weil ich kann nur gegen die Teile hier was ausrichten. Weil die sind recht schwach. Und wir gehen hier mal rein. Was haben wir? Vergrößert die Sprunghöhe. Na, das ist ja mal was. Die können die nicht aufmachen. So, vergrößert die Sprunghöhe.
Nach Säulentrank. Ja. Ist mehr so. Hm. Ich baue aber dennoch mal die ganzen Sachen hier ab. In der Hoffnung, dass ich sie verkaufen kann. Weil das sind Sunplate Block. Nee. Okay, früher waren die ja aus Gold oder so. Ja, aus Gold waren die. Aber Skyward Chest. Alter. So viel zu, die sind schwach. Ich habe euch viel Schwäche in Erinnerung. Und ich verbrate gerade meine Munition dagegen. Aber scheiß drauf. Scheiß doch drauf. Scheiß drauf. Hallo. Sterbt. 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 So. Und jetzt bauen wir uns einfach mal nach rechts. Ja. Ich mag die Sprunghöhe hier. Vor allem durch unseren Luftballon springen wir jetzt noch viel höher. So, und jetzt bauen wir uns mal nach da. Kann zwar ein bisschen dauern. Und ich glaube, es ist auch eine blöde Idee, aber hey. Map. Na, da kommt bestimmt noch eine Insel. Aber es dauert zu lange mit dem sich hochbauen. Wünscht mir Glück, Leute! Boah. Geschafft. So, und jetzt weiter. Der spannenden Suche nach der Insel nachgehen. Sterbt doch ihr alle an verseuchter Krätze. Verdammte Scheiße. So. Ich muss auch darauf achten, dass ich das Geräusch nicht überhöre. Da. Ach scheiße, natürlich hier im Crimson. Crimson? Crimson. Ich nenne es Crimson. Auch wenn es wahrscheinlich ein anderes Gebiet gemeint war, aber hey, ich nenne es Crimson. Und wir haben kein Licht. Jetzt sind wir wieder erleuchtet und jetzt wieder nicht. Diese Chimären auch immer. Was ein Wortspiel. Wenn uns jetzt eine da runterstößt, flippe ich aus. Aber das wird sie wahrscheinlich. Oh, noch eine. Ey, ihr verdammten Teile. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ja. Oh, und ich sehe, wir überziehen. Auf Wiedersehen. Euer Mr. Sandoron. 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 Sandoron.